Ja. Die Pistentouren raufjuckeln, das ist ja gar kein richtiges Skitourengehen. Das hat ja mit Skitour nichts mehr zu tun. Bla bla bla. Fangen wir ganz am Anfang an. Heute sprechen wir also über die erste oder die ersten Skitouren. Persönlich empfehle ich ganz pauschal eine gesicherte Skitour in einem Skigebiet. Der Begriff Pistenskitour kommt mir persönlich nicht so gern unter, da viele Skitouren in Skigebieten gar nicht so sehr entlang der Piste verlaufen. Öfters jedoch hat man die Möglichkeit, einen gut befestigten oder vorbereiteten Weg für den Aufstieg zu verwenden. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, wo man wirklich ständig am Pistenrand herumvegetiert, aber die Mehrheit der Skigebietstouren sind wirklich nette, rassige Skitouren. So, aber warum empfehle ich denn Pistentouren zu Beginn und vor allem, wem empfehle ich es? Letzteres ist schnell geklärt. Anfänger, die sich erstmal an die neue Ausrüstung gewöhnen wollen und sie auch austesten wollen. Denn die Ausrüstung ist jedenfalls neu und unbekannt. Sie verhält sich auch nicht ganz so wie die Alpinski-Ausrüstung, die man vielleicht schon kennt. Das alles erfordert also erstmal eine gewisse Eingewöhnung. Außerdem ist der Aufstieg mit Skiern nicht so schnell und leicht erklärt und verinnerlicht, wie man das vielleicht annehmen mag. Natürlich ist es keine Wissenschaft, aber man braucht schon ein paar Kilometer, bis man selbst auch gespürt hat, dass man weder die Ski komplett aufheben sollte, noch die Ski in den Boden drückt und am Boden entlang schleift wie eine Poliermaschine. Das ist zwar leicht gesagt, aber eben nicht so schnell geübt. Das alles, also die Ausrüstung kennenzulernen, Abläufe kennenzulernen, den richtigen und effizienten Gang mit den Skiern, all das funktioniert auf einer gut angelegten Spur deutlich besser, vor allem weil einige doch auch anspruchsvolle Teile einer klassischen Skitour wegfallen. Ist keine solide Spur angelegt, heißt es im Gelände nämlich selbst herauszufinden, wo es lang geht, wie eine sinnvolle Route verläuft und wie steil die eigene Spur sein kann und sein sollte. All das kann man sich bei gesicherten Touren einfach sparen und sich auf die ersten Schritte konzentrieren. Der Ausrüstungsaspekt ist auch in der Abfahrt nicht zu unterschätzen. Wer noch nie mit Freeride-Skiern beispielsweise unterwegs war, also Freeride mit Lifthilfe praktiziert hat, wird auch in der Abfahrt den ein oder anderen Unterschied feststellen und auch das ist bei einer Skipiste deutlich leichter zu bewältigen. Denn auf der Piste haben wir immer halbwegs gute und gleichmäßige Verhältnisse. Liebe Grüße an dieser Stelle an den Patscherkofel, wo das definitiv nie der Fall ist. Sodass man wenige speziellere oder schwierigere Verhältnisse vorfinden wird. Stichwort Nassschnee, Bruchharsch und so weiter. Das erleichtert einem das Finden des richtigen Umgangs mit dem Ski. Außerdem kann man sich ja dann immer nochmal in die Bahn setzen und nochmal ein wenig abseits der Piste erste Schwünge in gutem oder schlechtem Schnee kennenlernen, was auch im Prinzip ganz praktisch ist. Die Pistentouren sind natürlich auch für alle erfahreneren Geher ein gutes Training für den Sommer beispielsweise oder für anspruchsvollere Projekte, da die Bedingungen eben sehr kontrolliert sind, auch bei LWS 4 ein Training möglich ist und auch nur die Höhenmeter die einzige Schwierigkeit darstellen würden. Doch dieses Video ist kein Loblied auf die Pistentouren. Es geht eigentlich heute noch um etwas anderes, sehr Wichtiges. Ich bin zwar der Meinung, dass ihr eure Anfänge am besten bei Touren in der Nähe eines Skigebiets machen solltet, aber nur unter Einhaltung wichtiger Grundregeln. Wichtig ist nämlich, dass wir in Österreich eine Sache gleich mal von Grund auf klarstellen. Es gibt kein Wegerecht auf Skipisten. Das ist sehr wichtig, denn damit gilt quasi das Hausrecht der Pistenbetreiber. Da kann man jetzt lange drüber diskutieren, was für eine abartige Sauerei das ist, aber das ist ein anderes Thema. Fakt ist, ein Skigebiet kann euch jederzeit den Aufstieg auf der Piste verbieten bzw. grundsätzlich nicht gestatten. In der Praxis ist es auch in der Tat so, dass viele Skigebiete das Aufsteigen am Pistenrand ausnahmslos untersagen. Andere Skigebiete, gerade in Tirol, Vorarlberg und Salzburg, sind da etwas liberaler. Grundsätzlich gelten auf Pisten auch für Skitourengeher die FIS-Regeln. Diese sollten jedem Skifahrer ein Begriff sein und wenn nicht, jedenfalls angeschaut werden, bevor es das nächste Mal auf die Piste geht. Zusätzlich sollte man sich aber auch an weitere Empfehlungen halten. Das Kuratorium für alpine Sicherheit gab im Zuge einer Evaluierung der Situation auf Pisten, vor allem in Bezug auf Skitourengeher, eigene, sehr wertvolle Empfehlungen ab, die jeder Pistentourengeher kennen und wissen muss. Zum einen ist da die offensichtliche Sache: Gibt es lokale Warnungen oder Warnungen und Meldungen vom Skigebiet, sollten diese natürlich berücksichtigt werden. Ist eine Piste gesperrt, weil auf ihr gerade Arbeiten stattfinden, dann sollte man sich an diese Sperre auch unbedingt halten. Hier herrscht in blöden Situationen auch Lebensgefahr. Beim Aufstieg im Skigebiet sollte man sich immer nur hintereinander aufhalten und am Rand. Natürlich darf man langsamere Aufsteiger schon mal überholen, aber dann bitte zügig und vor allem wieder im Gänsemarsch einreihen, damit es nicht zur Verbreiterung der Gruppe kommt.
Wenn man den Pistenrand wechseln muss, weil der Anstieg auf der anderen Seite etwas moderater ist, dann sollte das schnell passieren und vor allem sollte auf den Verkehr geachtet werden. Das geht natürlich da am einfachsten, wo es eine übersichtliche Stelle und eine gute Fernsicht gibt. Sollte man auch nachts unterwegs sein wollen, dann muss man erstens mal absolut leicht zu erkennen sein und vor allem die Pistensperren wieder wirklich beachten. Nur selten haben Skigebiete bis in die Dunkelheit für Aufsteiger die Pisten freigegeben. Das muss unbedingt vor der Tour gecheckt werden. Das bedeutet auch, dass Sie jedenfalls eine helle Stirnlampe und im Idealfall auch reflektierende Kleidung angelegt werden sollte, um eine Kollision mit einer Pistenraupe und der damit einhergehenden Achtteilung der Gliedmaßen zu entgehen. Außerdem sollte man, um die angespannte Beziehung zwischen Skitourengehern und den Skigebieten nicht noch weiter zu strapazieren, bei Nachtabfahrten nicht asozial frische Spuren inmitten der Piste ziehen. Die frieren nämlich zu und damit wird der nächste Tag für Alpinskifahrer schon mal ein Stück ungemütlicher. Egal ob Tag oder Nacht, eine große Empfehlung ist, und die unterschreibe ich auch zu 100%, die Benutzung der ausgewiesenen Strecken. Das schont wieder die Nerven aller Beteiligten und hat auch weitere sinnvolle Vorteile. Eine schönere Aussicht und deutlich weniger Gegenverkehr beispielsweise. Im Aufstieg haben sich Skigebiete, die das Tourengehen gestatten, meist etwas dabei gedacht, wenn sie eine bestimmte Piste oder einen Waldweg für den Aufstieg ausgeschildert haben. Meist sind diese Wege angenehmer im Aufstieg, schöner und vor allem für alle Beteiligten sicherer. Es gibt zwar keine Pflicht, diese ausgewiesenen Wege zu verwenden, aber wir erinnern uns, es gibt auch keine Pflicht für das Skigebiet, die Tourengeher die Piste hochzulassen. Insofern, naja. Unterm Strich ist es eigentlich ganz einfach und sollte auch mit Hausverstand gehen. Verhält man sich wie ein Rektum, dann wird man langfristig auch behandelt wie eins. Und vor allem gilt eben leider die Geiselhaft. Bauen nur ein paar Skitourengeher scheiße, kann es das für alle anderen auch gewesen sein. Insofern ist hier auch der Solidaritätssinn gefordert. Und dass das nicht immer gut ausgeht, das sieht man beispielsweise an Skigebieten, die mittlerweile eben keine Skitourengeher mehr gestatten. Oder aber auch Tickets für die Benutzung der Piste als Aufstiegsspur verkaufen und verpflichtend machen. Alles keine große Freude für uns Sportler und auch für Anfänger nicht. Also sollten wir zumindest heute noch froh sein, dass wir Pisten haben, die wir fürs Training oder die ersten kleinen Schritte im Thema Skitouren verwenden können und auch uns genau deshalb auch an diese ungeschriebenen Spielregeln halten sollten. Nun bleibt mir aber noch eine wichtige Frage an euch, die ihr mir am besten in den Kommentaren beantwortet. Ich könnte nächste Woche für euch ein Video zum Thema Aufstieg produzieren, wie man aufsteigt, wie man effizient geht, sich die Kraft einteilt, Steigungen überwindet, Steighilfen verwendet und Co. Wenn ihr aber alle sagt, dass das eh überflüssig ist und eh selbsterklärend, dann würde ich mir das sparen, wenn das dann eh niemanden interessiert. Grundsätzlich würde es aber natürlich den Programmablauf dieses Kurses ganz gut vervollständigen. Deshalb dürft ihr jetzt hier auch gerne Teil des Produktionsprozesses sein und eure Meinung dazu einwerfen. Auf eure Rückmeldung freue ich mich immer. Worüber ich mich übrigens auch sehr freue, ist eure Unterstützung beim Projekt Alpen Academy. Alle Infos, wie ihr das könnt, findet ihr hier unter diesem Link hier eingeblendet, wie auch immer, und natürlich in der Videobeschreibung unten. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil. Vielleicht sehen wir uns ja eines Tages auf der Piste.